Willkommen, ihr Bücherratten, und willkommen in der Bücherei von, ich glaube, Shelly war's. Ja, das ist eine reine Käferarena, und warum ist mein Mikro jetzt auf einmal so laut? Ich habe gar nichts Lautes gesagt. Und ich weiß, was mich erwartet, deswegen nehme ich einfach mal mein gutes Routine nach vorne. Ich weiß nicht, ob ihr es schon vielleicht gesehen habt, aber ich habe mein Rahmen ein bisschen verändert. Sieht jetzt ein bisschen besser aus als vorher, finde ich. Es sah so leer aus. Und leer soll es nicht aussehen. Also jedenfalls nicht mein Rahmen. Mordteam kann ich mal kreuzweise. Und dadurch steigt natürlich immer meine Geschwindigkeit. Ja, das Rätsel dahinter, also in diesem ganzen Bücherrätsel, werden wir es dann nachher noch kriegen werden. Obwohl, wenn erstmal ein paar Kämpfe kommen. Kämpfe. Ich weiß nicht, wieso ich das gerade so betont habe. Das ist echt nicht. Ich warte eigentlich darauf, dass mein Routine aber mal eine andere Feuerattacke bekommt, weil ich meine, Nitro-Ladung und Feuerwirbel ist keine Attacke, mit der man irgendwie angeben will. Ich meine, gut, Nitro-Ladung ist nicht schlecht, aber da das Pokémon eher durch seinen Spezialangriff beeindruckt und dass eine physische Attacke ist nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Die hat einen Volbeat. Nein, Illumise, genau. Volbeat. Ich verwechsel Volbeat und Illumise. Die sehen beide gleich aus. Finde ich. Jetzt so allgemein. Also mir geht jetzt schon bedeutend besser mit der Nase. Ich kann jetzt wieder ordentlich atmen. Denke ich zumindest. Ich glaube, jetzt ist Merlin wieder ein bisschen, ja, genügend gepowert. Komm, ich leg noch einen drauf. War hier? Ja, ich glaube, ich hab gerade den richtigen Fernseher eingeschaltet. Sieht aus wie ein Fernseher. Also jetzt nicht das, was wir gerade gesehen haben, sondern und halt die, wo ich mir gerade den Weg nach oben gebaut habe. Sieht aus wie so ein Fernseher, finde ich. So, aber jetzt reicht's. Obwohl, nein, nicht wechseln, denn FM braucht auch noch ein paar EP. Es wird ja in diesem Kampf kaum zum Einsatz kommen, weil die alle irgendwie Gesteinattacken drauf haben. Was ich mich zwar auch wundere, warum die Gesteinattacken drauf haben. Weil es ist eine reine Käferarena. Und ja, aber trotzdem greifen die mit Gestein und Flugattacken an, die um weiten stärker sind als die Attacken, die ich drauf habe. Die meine Verteidigung sprengen, sozusagen. So, wir haben alle. Ne, noch nicht alle. Wir müssen noch einen Kampf vonstatten gehen. Deswegen packe ich mal kurz FM nach vorne. FM klingt wirklich cool. FM kommt ja von oh Gott, das war irgendwas mit Frequenzen. Also, es gibt ja Mittel- und Mittelkurz und nee. Langwellen, Kurzwellen und Mittellangwellen. Hat irgendwas damit zu tun. Ich bin mir jetzt gerade zwar nicht sicher, was ich überhaupt laber. Es könnte einfach nur gequirlter Kack sein, so wie es sonst immer ist. Und
aber es hat irgendwas mit Radiowellen zu tun. Die eine FM-Struktur haben. FM ist eine Abkürzung, so viel sicher. Aber für was steht das? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich könnte zwar gerade nebenbei googeln, aber nein, tue ich nicht. Nicht schon wieder. Ich muss das letztens in einem Zelda-Part machen, weil ich echt nicht mehr weiter muss. Das war schon ein wenig peinlich, aber ich komme mit klar. Weil niemand ist perfekt, ja. Ich meine, auch wenn man sich von Kommentaren durchlesen kann, man hat die nicht alle auswendig im Kopf, also die Lösungshilfe. Und deswegen muss ich ab und zu doch mal nachsehen. Es ist zwar nicht die feine englische Art, aber ja, es ist halt nicht die feine englische Art. Ich hab den letzten Part vor Victoria aufgehört. Das habe ich irgendwie aus keine Ahnung, irgendwie war die Tonspur irgendwann mal weg und tja. Jedenfalls habe ich sie im vierten Anlauf besiegt. Echt, im vierten Anlauf. Das ist schon ein bisschen peinlich, aber man muss damit leben. Jetzt haben wir alle besiegt. Machen wir erstmal das Rätsel. Also wir müssen erstmal diesen Fernseher anschalten. Dann sehen wir, dass hier unten eine gelbe Brücke oder ein gelbes Regal hinzugekommen ist. Dann können wir hier lang gehen. Und hierauf klettern. Dann, also ich habe das oft genug gemacht, deswegen weiß ich das fast auswendig. Also um diese Bäume kann man nicht rumgehen, außer um diesen Baum. Bei diesem Baum kann man einfach hier hinter durchgehen. Dann kann man hier lang gehen, kann diese gelbe oder die rote, die gelbe nicht, die ist ja noch höher. Dann kann man hier hoch und dann kann man das letzte hier, den letzten Bildschirm anknipsen. Und kann die beiden anmachen. Geh an. Dann kann ich hier hochgehen. Und den letzten Bildschirm anklicken, dann kann ich über diese Regale drüber gehen. Tue ich aber nicht. Denn ich hoffe, wenn ich jetzt hier reingehe, ist es immer noch. Ja, danke. Ich muss mich mal kurz heilen gehen und ein bisschen einkaufen. Aber nicht da. Nein, ich gehe wieder in meinen Cotton Candy Shop. I take you to the candy shop. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Entschuldigung, das war's doch. Das heißt, ich muss mal kurz rüberrennen. Ja, also ist jetzt wirklich ein spannender Kampf. Ich weiß, was mich erwartet. Ich habe diesen Kampf schon mehr als nur dreimal begangen. Ich finde, die Käferarenen sind in Hex meistens immer die schwierigsten. Also jetzt nicht, wenn man sich mal anguckt. Och nö. Also ich weiß jetzt gerade nur aus Blaze Black, in Hex zu Pokémon Weiß und Schwarz, glaube ich. Da ist die Käferarena von. Gott, Namen. Ist ja der Typ da in der Großstadt. Stratos. Ah, ich glaube, es war irgendwie Arnie, sowas in der Art. Ach Gott. Ich habe gerade echt den Namen vergessen. Das Namen nie. Namen ist das Einzige, was man sonst merken kann. Also, ich kann mir keine Zahlen merken. Ich kann mir Geburtstage. Gut, die kann ich mir noch merken. Also, gut, dafür ist der Facebook da. Facebook, heute hat eine Person Geburtstag. Kennt man ja. Wenn ich mal auf Facebook online bin, ist jetzt auch nicht die Welt und ich bin auch nicht jeden Tag online, weil ich einfach keinen Bock habe. Weil ich Facebook hasse. Nein, also doch, tue ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass Facebook komplett nutzlos oder unbrauchbar ist. Na,
Nein, aber manche überschätzen das Ganze und sind halt den ganzen Tag online. Oh. Also ich sag mal so, Facebook ist nicht mein Lieblingsnetzwerk. Dafür ist YouTube da. Also ich kann stundenlang auf YouTube rumhängen. Natürlich um eure Kommentare zu beantworten, da gebe ich natürlich sehr viel Mühe. Da habe ich mir wieder einen dritten Top-Beleber gekauft und kann mir ein paar Tränke leisten, das ist doch was Tolles. Ich habe nämlich, glaube ich, nicht mehr so viele Tränke da. Hab jetzt nur so im Kopf halbwegs. Diesen habe ich besiegt, die habe ich auch besiegt. Die beiden habe ich einfach keine Lust zu besiegen, da sie einfach nur trottelig sind. Die habe ich auch alle besiegt. Wenn auch nicht im LP, aber danach. Hatten nur ein paar. Ich glaube, die eine hatte Psycho-Pokémon, die andere Pokémon halt. Ich habe nicht alle Psycho-Pokémon. Also jetzt wirklich. Dann muss ich noch einen Markt finden. Der Markt war hier irgendwo in der Nähe. Vielleicht kann ich es ja rausstellen. Aber nein, ich habe mich gerade so lustig informiert. Einmal den Super Potion, so viel wie es geht. 4 Stück. Das ist zwar gerade nicht die Welt, aber es ist halt gerade nicht die Welt. Was könnte ich mir noch kaufen? Giftheiler wert zwar gerade nicht schlecht, aber Perilous Hill, ich glaube nicht, dass ich in der Käferarena paralysiert werde. Ich verzichte einfach mal aus Gründen, auch immer. So, bitte lass mich diese Rätsel nicht nochmal machen. Komm. Da ist. Und die hat als erste, man denkt würde, oh, ja. Scheiße, ich war nicht heilen. Das kann jetzt doof werden. Das kann jetzt ziemlich doof werden. Weil ich geheilt, ich könnte nicht sehen, dass ich nicht heilen war. Ich war halt im Markt und dann habe ich vergessen zu heilen. Scheiße. Aber wenn ich jetzt rausgehe, muss ich das ganze Rätsel noch machen, weil deswegen gehe ich auf Risiko und. Ja. Und Luigi, was hältst du in der Gartenbibliothek? Ja, ich bin ein Bücherwurm. Irgendwie. Ich verbringe halt sehr viel Zeit, dass ich werden kann wie mein Bruder. Er ist cool. Es erinnert an Johto. Ich würde so gern sein wie er. Aber. Das ist nicht der Grund. Was hier oben ist. Er denkt, was er ist so, als ob ich nicht existieren würde. Aber ja, ich kenne meinen Platz. Ja, wir sind gerade von mir nicht vom Thema abgekommen, also viel Glück. Wow, eine Arena wünscht uns viel Glück. Sowas sieht man selten. Und diese Pokémon ist Typ Gestein. Auch wenn ich jetzt gleich mal von fliegenden Stein angegriffen werde, also jetzt noch nicht, aber in der Runde danach. Doch nicht? Oh mein Gott, das könnte den Pokémon-Kampf jetzt hier revolutionieren, wenn ich diese beim ersten Attacken. Gut, doch nicht. Aber beim zweiten. Oder halt nicht beim zweiten, sondern beim dritten. Weil er ist ja paralysiert und somit kann ich eher angreifen als er. Yes! Ich werde nicht von fliegenden Steinen angegriffen. Hatte ich bisher auch noch nie. Bisher wurde ich immer von irgendwelchen fliegenden Steinen angegriffen. Das ist ätzend. Sehr ätzend. Ich wechsle auf Zahnrath. Da er hier einfach der Beste ist. Weil er ist halt vom Typ Stahl und somit immun gegen fast alle Attacken, die er gegen mich einsetzen will. Und ich sagte fast alle, ja. Ihr habt meinen Wortlaut verstanden, oder? Oh yeah. Ich hatte doch. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch eindeutig eingekauft. Ich hab doch Tränke gekauft. Wirklich, ich hab Tränke gekauft.
Aber die sind nicht da. Wieso nicht? Ich verstehe es nicht. Ich wechsle nicht aus. Ich wechsle nicht aus. Auch wenn ich jetzt eine Runde in Kauf nehmen muss und immer noch nicht verstehe, warum ich keine Tränke habe. Ich habe doch welche gekauft. Ihr könnt mir jetzt nicht vorenthalten, dass ich das nicht getan habe. Also das wäre jetzt übertrieben. Und ich hätte doch Paralyseheiler holen sollen. Verdammter Mist. Wieso geht die Attacke jetzt daneben? Das will ich nicht verstehen. Aber das Maskering ist auch besiegt. Jetzt hat er nur noch eins. Und er hat, also wird er vielleicht gleich wieder. Er wird Heather in den Kampf schicken. Ein Jan Mega. Jan Mega mit. Ja, Speed Boost. Aber da ich eh paralysiert bin, macht das mir ziemlich herzlich wenig. Der Kampf geht ehrlich gesagt runder als ich dachte. Also wirklich. Mit Luft, ein Stahl-Pokémon zu besiegen. Das ist echt das Dümmste, was jemand gemacht hat. Und BAM, es ist weg. Yeah, es ist weg. Weg. Wir sind wieder allein, allein. Es hatte nur noch, glaube ich, zwei oder drei Pokémon. Es war sein Wurmadarm. Aber das ist auch schon so gut wie weg, denn es ist Typ Käferstahl und dafür habe ich eine wunderbare Waffe in Form eines Butenas. Das war, glaube ich, der Lumpenumhang, wenn ich mich recht erinnere. Struggle Bob. Struggle-Bug. Also es ging echt schneller, als ich vermutet habe. Also noch ist der Kampf nicht vorbei. Das ist jetzt, es kommt noch eine harte Nummer. Ihr Bugs. Also ihr Volbeat. Und das Vieh ist eine Granate. Nicht etwa, weil er einfach stark ist, sondern einfach nur nervig. Sehr nervig. Es hat... Ja, Überreste, Mondschein. Ja. Es ist einfach nur nervig. Nichts anderes. Ich werde den Kampf aber trotzdem. Oh, nicht die Attacke. Also wirklich, jetzt wird sogar noch nerviger, als ich dachte. Nerviger, ja. Hat nichts mit Viechern zu tun. Obwohl, ich könnte sie auch einfach in ein ja, Rad der Verzweiflung bringen. Und wenn sie jetzt... Ach nee, sie heilt sich selbst noch durch Überreste. Dann... Ich habe jetzt gerade nicht gehört. Nein, habt ihr nicht. Und wenn, dann ist es eine Lüge. Ich hab mich nicht gehört. Jetzt kommt. Und ich dachte, ich hätte viel Glück, oder ich hätte wenig Glück gehabt, dass ich ihn einfach mal einmal getroffen hatte. Weil ich mir jetzt so ansehe. Ja, er muss natürlich, nur, muss natürlich alles rauslassen, bevor er mich besiegt. Aber wir sind auf jeden Fall schneller als er. Das ist schon mal das Vorgreifende. Aber er hat natürlich noch dreimal Mondlicht, deswegen das muss er auch noch einsetzen. Und Routena geht von dann. Ich setze sie nur ein, um mir halt eine gepfefferte Backpfeife zu geben. Backpfeife. Diese ganze Mondlicht-Scheiße geht mir sowas auf den Dampf. Ja, Dampf.
ich jetzt hier. Bringt das was? Hat der einen Trick da irgendwie ein Item? Mit Sicherheit. Ja! Stimmt! Stimmt! Jetzt ist ihr Überreste, sind ihre Überreste weg. Das macht das Ganze sehr viel einfacher. Und es ist noch verwirrt. Es ist doch wunderbar. Wunderbar zu sagen. Oh ja, es ist schon so gut wie am Verlieren. Auch wenn dieser Kampf noch Ewigkeiten gehen wird. Und mit Ewigkeiten meine ich wirklich Ewigkeiten. Und ich will nicht mit Riechsalz wieder aus der Paralyse rausholen. Ich genieße es noch ein bisschen. Haha. Haha. Oh yeah. Ich schlag weiter auf ihn ein. Mach ruhig weiter, du kriegst mich nicht klein. Oder doch? Ach komm. Und triff. Nächste Waffe. Es ist paralysiert und es ist trotzdem schneller als... Wow. Wow. Ich bin entgeistert. Ja, nicht begeistert, sondern entgeistert. Sowas gibt's auch. Und jetzt triff. Ich hab gesagt, so den killen. Jetzt kill ihn. Kill ihn. Kill ihn. Kill ihn. Kill ihn. Und ihn killen. Kill ihn. Kill ihn. Was sagst du unter der Wortgruppe? Kill ihn. Nicht verstanden. Ich regeneriere meinen Routiner. Er sollte einen Gnadenstoß ansetzen und ihn ins Nirvana zu befördern. Kill ihn! Kill ihn! Kill ihn! Ah, scheiße. Routena, walte des Amtes. Walte! Und bring ihn einfach um. Los, triff, 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 triff ich ihn. Yes. Danke. Psychoschock, das ist doch mal was Tolles. Sehr viel stärker. Dafür gebe ich sogar Nitro-Ladung auf. Und wir haben Shelly besiegt. Ach, Güte, das war echt nicht einfach. Gehorchen euch und alle Pokémon über Level bis Level 40. Wir können zertrümmern außerhalb des Kampfs setzen und bekommen Struggle Bug. Natürlich wird sie noch zurückkommen oder ja genau, sie folgt uns. Die Reborn League hat für jeden Typ einen Trainer, für jeden Typen einen Arenaleiter. Das heißt, wenn ein Arenaleiter vonstatten geht, kommt ein neuer rein. Und seit Hatterstedt, du weißt schon, wird es einen neuen Gift-Arenaleiter geben. Aber vielleicht noch nicht jetzt, aber irgendwann. Du solltest mal bei in der großen Halle vorbeischauen. Schon wieder wandern. Ist heute Wandertag? Jetzt mal echt. Geht ihr nur hin und her, hin und her. Übrigens ist auch mir ausgefallen, dass es hier Straßennamen gibt. Also diese ganzen Straßen Nummern haben. Hier die. Der führt zur Hydragena oder der vierten Straße. Hier in die Dahlia Street. Oder hier in
in die, ja, Dahlia Street. Aber es gibt keine 7. Straße. Fragezeichen. Ist mir mal aufgefallen, als ich mal so ein bisschen durchgegangen bin. Ob das noch irgendwas mit dem späteren Verlauf zu tun hat? Ich sag es nicht. Aber wenn ich es schon andeute, wäre es wahrscheinlich so sein. Ich bin echt dumm. Da ich mich selbst gerade verraten habe. Ich spoiler, tut mir leid. Mach ich nicht öfters, mach ich ungern. Aber es passiert halt einfach mal. Taktik ausarbeiten lassen kann. Immer. Wir sollen zur großen Halle gehen, wir sollen zur großen Halle gehen, wir sollen zur großen Halle gehen, dann gehen wir mal dahin. Hey. Falsche Richtung. Die große Halle war hier. Gehen wir mal rein. Erstmal tun wir noch unser Team heilen und sehen dann im nächsten Part, was hier von sich geht. Das sind schon 30 Minuten rum. Meine Güte. Geht immer so schnell. Ja, meine lieben Freunde, würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Würde mich umso mehr freuen, wenn wir diesen ganzen Projekt mit einem Daumen unterstützt. Und dann im nächsten Part wieder zuschaut. Zuschaltet. Bis dann erstmal. Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Mikro, bist du noch da? Okay. Tschüss.